Hallo zusammen, ich habe hier einen Haushaltskühlschrank aus einem Boot. Und zwar sieht der so aus, unten Kühlschrank, oben Tiefkühler. Das, was wir als Solarkühlschrank anbieten, das ist jetzt von Isotherm. Dieser Kühlschrank hier ist von Isotherm. Dieser Kühlschrank ist von Isotherm. Also das ist Isotherm Webasto Marine in Italien. Und dieser Kühlschrank steht auf dem Kippenschild Made in China. Der Kühlschrank kommt aus China. Ob der dann umgebaut wird in China direkt auf 12 Volt, weiß ich nicht. Er hat hier Schleppscharniere dran. Er wurde von dieser Werft ausgebaut und zu mir geschickt, weil er nicht kühlt. Und wenn wir den Kühlschrank von hinten her ansehen, hat er ein BD50 drin und eine Steuerung, die 12 und 230 Volt macht. Nur die ist an sich zu schwach für diesen Kompressor. Bei hohen Außentemperaturen läuft er dann nicht an. Und wir haben hier zusätzlich einen Kondensator drin, weil dieser Kühlschrank hat ursprünglich als Haushaltskühlschrank einen Außenhautverflüssiger. Das heißt, die Seite hier und hier wird zur Wärmeabgabe genutzt. Wenn der aber eingebaut ist, geht das nicht. Aus diesem Grund muss hier ein Zusatzlüfter rein. Und ihr seht jetzt hier, wir schauen nach dem Detail an, wurde ausgeschnitten, geschäumt. Hier drin beim Anschluss war ein Loch. Also wir sehen hier, das ist auch ein Tippenschild von Isotherm, aber eben hier dieser Kompressor BD50 geht eigentlich nicht in Kombination. Und wir sehen hier, da wurden zwei Kondensatoren verbaut, aber hinten kriegt dieser Kondensator ja gar keine Luft. Punkt. Und hier oben war das Leck in diesem Wärmetauscher. Jetzt wieder zugeschäumt, hier ein Filter runter. Ja, also mit dem Wärmetauscher, der muss hinten ja Luft kriegen, dass er die Luft durch den Wärmetauscher durchziehen kann. Also hier wäre es besser gewesen, einen kompakteren Wärmetauscher und hinten Luft, dass er hinten die Luft hochziehen kann. Ja, das ist dieser Isotherm Webasto Kühlschrank. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Webasto so einen Scheiß baut. Aber, das war jetzt meine Worte. Ich verlinke euch unten die Kataloge Solarkühlschränke. Da findet ihr auch sowas. Oder unseren, hier das Nachfolgevideo der WEMO 2700. Da habt ihr eine Alternative für sowas in der Richtung. Genau das gleiche in Grün. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag.